Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Aktionär-TV-Spezial zum neuen Börsendienst 7x10, das 100%-Projekt. Das wird betreut vom Chefredakteur von der Aktionär, von Markus Hörndrich. Schön, dass du da bist. Hallo. Markus, ganz einleitend, 7x10, das 100%-Projekt, was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Naja, 100%-Projekt sagt eigentlich alles aus. Wir wollen Depot verdoppeln, sprich Einsatz mal zwei dann letzten Endes. Das machen wir nicht, indem wir einen 100%-Trade suchen, sondern uns eigentlich so ernähren wie ein kleines Eichhörnchen, peu à peu. Hier in der Grafik sieht man es ja schon. Nehmen wir an, wir haben beispielsweise 2000 Euro Basiskapital. Suchen wir uns einen 10%-Trade raus, machen dann 2200 und aus dem dann wieder 2420 und so weiter im Idealfall natürlich. Wenn es gut läuft, kriegen wir vielleicht auch mal 15% heraus. Dann brauchen wir keine 7,3, wie man eigentlich rechnerisch brauchen würde, um beim 10% auf 100% zu kommen, sondern weniger. Das ist letztendlich auch das Ziel, also ein Depot in möglichst kurzer Zeit zu verdoppeln. Das heißt, es wird immer nur eine Position geben, die ganz aktiv genau ist. Es gibt immer nur eine Position. Kann man jetzt etwas als risikoreich bezeichnen, wenn man das möchte, aber es macht jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass man bei 2000 Euro zum Beispiel, gerade bei kleinen Depots, wenig sinnvoll diversifizieren kann. Also man könnte jetzt 10 Positionen mit 200 Euro führen, macht aber jetzt nicht wirklich viel Sinn, um bei einer gewissen Ertragserwartung hier vernünftig zu investieren. Umso wichtiger ist es, nach welches Produkt ins Depot kommt, nach welchen Kriterien wählst du da aus? Wir werden im Wesentlichen Aktien handeln, also Aktien, die wir gut kennen, wo wir gute Kontakte haben, wo es mal vielleicht Gerüchte gibt. Also wir hören ja relativ viel am Markt, wenn wir unterwegs sind, wenn wir auf Konferenzen sind, wenn wir telefonieren. Also da kommen manchmal Informationen, die man nicht so ganz einordnen kann. Die versuchen wir dann irgendwie zu verifizieren. Wenn man das machen kann, dann haben wir eine gewisse Sicherheit, dass hier möglicherweise was bevorsteht. Also was Positives, kann auch was Negatives sein, weil ja auch theoretisch auch Short-Positionen handeln. Und ja, dann gehen wir die Position ein und hoffen, dass dann möglichst bald auch eine entsprechende Meldungslage dann vorhanden ist, um dann auch unsere Ernte einzufahren. Wir können es mit dem Beispiel vielleicht nochmal etwas anschaulicher gestalten. Du hast uns das Beispiel Manns mitgebracht. Das können wir uns gleich mal im Chart auch anschauen. Genau. Diese Situation trat eigentlich am Jahresanfang bzw. zum Jahreswechsel 2016-2017 auf. Da gab es einige Berichte in chinesischen Tageszeitungen, dass da Versorger ein großes Solarparks bauen wollen und dabei auf eine neue Technologie, CEGS, setzen wollen. Ja, in Deutschland gibt es bekanntermaßen einen Maschinenbauer, der CEGS-Produktionsmaschinen für Solarmodule herstellt. Das ist die Manns AG. Ja, wir haben dann natürlich bei der Manns AG angerufen. Die haben zu dem Thema eigentlich nicht viel gesagt. Dürfen sie auch nicht. Ja, können sie ja logischerweise wegen der Ad-Hoc-Pflicht nicht. Es war ja schon viele Jahre, ja eigentlich schon Jahre, immer wieder ein Gerücht, dass hier Riesenaufträge aus China kommen sollen. Also wie gesagt, man hat uns kaum Auskunft geben können, hat uns aber darauf verwiesen, dass in, damals waren es zwei Wochen, glaube ich, Capital Markets Day ist. Und so ein Capital Markets Day, den terminiert man nicht, wenn man schlechte Nachrichten im Petto hat. Also insofern waren dann aus den Gerüchten, aus den Tageszeitungen, die man lesen konnte, war ein sehr schönes Bild beieinander, was man dann auch handeln kann. Wir haben auch auf der Webseite damals einen Tag, bevor dieser Auftrag gemeldet wurde, eine entsprechende Empfehlung abgegeben. Und da sieht man ja nach dem ersten Anstieg 12,7% und ein paar Tage später dann auch 20%. Also diese Trade wäre schon mal sehr gut aufgegangen. Wärst du dann hier bei 12,7 schon wieder ausgestiegen aus dem Trade? Schwierige Frage. Wahrscheinlich in dem ersten Moment ja. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, ob ich vielleicht schon eine zweite Position, also wenn es vielleicht auch länger läuft, nicht nur einen Tag, wenn man schon länger in der Position ist und man findet vielleicht schon eine weitere Möglichkeit, um hier aktiv zu werden, dann würde ich wahrscheinlich auch eher Gewinne mitnehmen. In einem anderen Fall dann vielleicht auch mal einen Stopp setzen, um halt, also in dem Fall vielleicht bei 10% oder 8% oder 9% einfach die Position absichern, um zu hoffen, dass, wie gesagt, das hat ja auch funktioniert, dass es vielleicht 20 oder 15% werden. Und wie würdest du agieren, wenn ein Produkt dann doch ins Negative dreht, also ein Minus? Ja, bei Verlusten bin ich sehr, sehr allergisch. Also man darf gerade bei so einer All-In-Strategie nicht keine großen Verluste aufkommen lassen. Also unruhig werde ich ab 3%, richtig unruhig ab 5%, also mehr sollten es eigentlich nicht werden. Also wir überwachen die Positionen eigentlich im Minutentakt mehr oder weniger. Insofern reagieren wir da auch relativ schnell an.
Du hast eingangs schon erwähnt, Aktien werden hauptsächlich gehandelt. Genau. Sonst noch irgendwas? Also grundsätzlich handeln wir, wie gesagt, alles Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, Anleihen. Gerade bei Manz beispielsweise hätte es sich auch angeboten, ein Zertifikat zu handeln mit Hebel. Da wären aus den 12%, keine Ahnung, 30-40% geworden. Also grundsätzlich nehmen wir alles, was irgendwie eine WKN hat, und das sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite, wenn das machbar ist. Und wie werden die Zuschauer bei einem Trade dann benachrichtigt, wenn du einen tätigst? Die Zuschauer können sich natürlich über WhatsApp zum Beispiel informieren, beziehungsweise müssen sich eintragen. Dann kriegen sie die Trades per WhatsApp und per E-Mail natürlich auch entsprechend die Information und natürlich auch die Begründung, warum wir den Trade eingegangen sind. Also das kann man auch transparent nachverfolgen, warum. Wie lange wird das ganze Projekt laufen? Also angesetzt ist es auf ein Jahr, aber ich gehe davon aus, dass wir die 100% früher voll haben werden, als das Jahr um ist. Jetzt kann man sich natürlich gerne anmelden, damit man überhaupt die WhatsApp etc. bekommt. Da sehen wir auch die E-Mail-Adresse 7x10.de. Genau. Das ist es, da kann man sich kann man sich anmelden. Der erste Trade ist übrigens kostenlos, also man soll nicht die Katze im Sack kaufen. Und idealerweise hat man dann auch schon die Projektkosten, die werden 500 € betragen, dann auch schon verdient. Okay, das war es dann, glaube ich, schon. Wenn die Zuschauer interessiert sind, wie gesagt, dann einfach mal auf die Homepage schauen. 7x10.de. Ich danke dir. Gerne. Und danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.